Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Interviewreihe aus dem UKSH. Heute habe ich Professor Dr. Jan Rupp, den Direktor der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am Campus Lübeck, zu Gast. Professor Rupp, wir sprechen heute über Ihr Fachgebiet zu Corona-Zeiten. Sie hatten sicherlich alle Hände voll zu tun. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Also das waren letztlich verschiedene Phasen, die man da so durchlaufen hat. Und hätte man schon gewusst, was dann in der nächsten Phase kommt, hätte man sich auch vielleicht ein bisschen anders darauf vorbereitet. Aber in der Tat war es gerade in der Infektiologie so, dass wir da ja sehr, gerade auch im Norden hier, sehr langsam reingekommen sind. Erst in diese ganze Welle, die dann auch aus dem Süden, aus Italien, dann nach Norden kam. Eigentlich erst so mit Beginn der Skiferien in Hamburg oder auch Reiserückkehrern, Mitarbeiter, die zurückgekommen sind aus dem Süden, aus den Bergen, vor allem aus Österreich, aus Tirol. Und da haben wir natürlich gemerkt, dass dann Geschehen so langsam auf uns zurollt, wo wir eigentlich gerade bereit waren, die Grippewelle abzufangen. Und dann merkten, das könnte größer werden als die Grippewelle. Und dann war das auch gar nicht mehr ein Thema meiner Klinik, sondern war es ein Thema eigentlich des gesamten UKSH, weil man gemerkt hat, das kann man nur schaffen, wenn alle Abteilungen jetzt zusammenarbeiten. Ja, Sie sprachen es gerade an, das UKSH, was haben wir denn gelernt bis jetzt? Also was ich gelernt habe ist, und das ist ja auch mal ganz positiv, dass wir im UKSH eigentlich, was das angeht, gut aufgestellt sind, dass wir viele von den Maßnahmen, die zu Beginn an anderen Standorten, auch in kleineren Häusern, erst neu aufgesetzt werden mussten, die gab es bei uns, aber, und da muss man auch ein bisschen kritisch sein, man hat gemerkt, die werden im Alltag nicht immer so gelebt. Also es geht zum Beispiel darum, die normalen basishygienischen Maßnahmen durchzuführen. Die sind in jedem Krankenhaus Standard und die sind natürlich auch von unserer Hygiene hervorragend vorbereitet und beschult. Aber man muss dann in so Situationen einfach merken, okay, jetzt sind alle nochmal gefordert, das auch wirklich anzuwenden, weil das darüber entscheidet, ob solche Maßnahmen konsequent zu einer Reduktion von Infektionen führen oder halt eben nicht. Sie haben die mediale Aufmerksamkeit gerade angesprochen. Da kursierten ja auch viel Fake News, Verschwörungstheoretikern auf den Plan gerufen. Was antworten Sie, wenn Sie mit sowas konfrontiert werden? Also ich glaube, das Schwierige in der jetzigen Situation war, dass selbst die solide Wissenschaft für viele Fragen keine soliden Erkenntnisse hat. Und das ist natürlich der Boden für Leute, die sagen, ach, ich hätte auch eine Idee dazu. Und die verkaufe ich mal in irgendeinem offenen Kanal. Und die wird dann genauso, wenn nicht sogar häufiger geklickt als ein seriöser Wissenschaftler, der versucht, mit den Erkenntnissen, die er halt hat, da ein möglichst gutes Modell draus zu machen, einen Erklärungsversuch draus zu machen. Und jemand anderes kommt, wirft das alles über den Haufen und sagt, ich habe eine andere Idee. Und das ist also quasi nicht nur ein Problem gewesen, glaube ich, jetzt von dieser Infektion, sondern einfach auch, dass eine Parallelentwicklung war, dass Leute sich ihre eigenen Strategien und wie das sein könnte, zurechtgelegt haben und die Wissenschaft immer hinterher versucht hat, Erkenntnisse zu gewinnen im laufenden Ausbruch, in der laufenden Pandemie. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass vieles, weil man eben gerne solide Erkenntnisse publizieren wollte, auch für die weiteren Entscheidungen heranziehen wollte, dass das schneller geschehen musste, auch bei der Wissenschaft, als wir es normalerweise tun. Sie kennen alle diese Problematik, die entstanden ist mit der Bild-Zeitung und Herrn Drosten und anderen Wissenschaftlern, die ihn für seine Studie kritisiert haben. Es ist aber eine ganz wichtige Studie, um diese Erkenntnisse zunächst mal in den Fokus zu rücken. Aber sie ist handwerklich nicht so gut gemacht, wie er sie gemacht hätte, wenn er in einer Nicht-Pandemie-Situation gewesen wäre. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für diese Fake News, weil die sagen, ach guck mal, die Wissenschaftler wissen es ja auch nicht besser. Und da ist jetzt die Wissenschaft gefordert, und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, die Argumente jetzt eigentlich dazu zu liefern. Und dann glaube ich auch, wird diese Fake News, die werden wir nie ganz kontrollieren, aber es wird immer schwieriger werden, für die gegen diese Argumente anzugehen. Gucken wir nochmal ganz speziell in Deutschland, so schlecht hat es ja nicht funktioniert. Und es ist schon nicht so ganz einfach, in den Fake News jetzt zu sagen, warum ist in Amerika so ein Riesenausbruch, warum ist aber in Deutschland ganz gut kontrolliert, ohne auch nur ansatzweise die Fakten, dass es halt unterschiedliche Geschehen sind, in die Betrachtung mit einzubeziehen. Sie haben es auch schon angesprochen, das Thema Infektionszahlen in Schleswig-Holstein ist ja auf einem sehr niedrigen Niveau. Wie schätzen Sie denn die Gefahr einer zweiten Welle ein? Also ich habe weniger Sorge im Moment vor einer ganz großen zweiten Welle in den kommenden Wochen, sondern ich habe eher Respekt, sage ich es mal so, vor kleineren Ausbrüchen, die wir jetzt in Göttingen gesehen haben vor anderthalb Wochen, die jetzt in Dortmund in einem Krankenhaus wieder zutage traten. Und auch jetzt im Rahmen des Tourismus werden wir wieder Zug zu haben von Leuten. Das soll ja auch wieder möglichst viel normal wieder funktionieren. Und
Das erhöht auch in gewisser Weise wieder das Risiko. Aber ich bin strikt dagegen zu sagen, deswegen werden wir keinen Tourismus machen, sondern wir müssen einfach akzeptieren, dass das Virus, wie die Grippe auch im Winter, ein Teil dieser Phase einfach ist. Und ich glaube schon, dass alle sehr viel gelernt haben im März, April, Mai jetzt da, sowohl die Gesundheitsämter, aber auch die Kliniken, nicht nur das UKSH, als auch letztlich die Ministerien, die wirklich viel Geld jetzt in die Hand genommen haben, um zu gucken, dass man kleinere Ausbrüche schnell, effektiv bekennt und gleichzeitig auch wissenschaftlich zu begleiten, um vielleicht dann für August, September andere Maßnahmen oder striktere Maßnahmen oder auch lockere Maßnahmen für einzelne Gruppen überhaupt erst implementieren zu können. Also ich habe keine Sorge von einer zweiten Welle, wir sind da gut aufgestellt. Aber es darf halt eben nicht so sein, dass jeder Einzelne wieder die Sorge bei sich sieht. Ich war in einer großen Menschenansammlung, bin ich jetzt auch positiv? Das ist ja das, was wir gerne verhindern möchten. Genau. Für den Tourismus in diesem Bundesland, in Schleswig-Holstein, ist ja auch eine App geplant, die zum Beispiel regeln soll, wer wann einen Platz an den Nord- und Ostseestränden bekommt. Was halten Sie denn von dieser Maßnahme? Denken Sie, dass das greift? Ich glaube, dass diese App relativ gut ist aus meiner Sicht, um auch gerade die Spitzen im Tagestourismus, vor denen haben wir auch so ein bisschen Sorge immer gehabt jetzt, dass wir gesagt haben, sobald wieder Pfingsten und so weiter, der Tagestourismus aufgemacht, das können Sie ja sehr schlecht kontrollieren, dann ist einfach die Autobahn voll und der Strand ist auch irgendwann voll. Und wenn man da sagt, man hat ein gewisses Regulativ, dass auch jeder, der gerne an den Strand möchte, vorher sieht, oh, da ist es ja aber richtig gepackt, da sind viele Leute, dann würden da vielleicht einzelne von vornherein sagen, dann fahre ich halt nochmal einen Strandabschnitt weiter. Da ist auch Wasser und dann ist es besser zu steuern. Dafür finde ich diese App sehr, sehr sinnvoll. Ich glaube, dass aber wir bei allen Maßnahmen, die wir jetzt einführen, halt einfach diese Grundannahme, wir versuchen mal ein bisschen mehr auf Distanz zu bleiben. Wir nehmen gewisse Regeln einfach auch mal für einen gewissen Moment noch in Kauf. Einfach um zu schauen, dass wenn einzelne Positive wieder auf- oder entdeckt werden, dass da nicht eine sehr, sehr große Gruppe, die dann wieder über ganz Schleswig-Holstein verteilt ist oder zurück in die Bundesländer fährt, dass die dann wieder nachgetestet werden muss. Das wäre, glaube ich, so. Diese Mischung aus beiden wird es wahrscheinlich machen. Vor kurzem wurde auch eine Studie veröffentlicht zum Thema Blutgruppen, die besagt, dass die Blutgruppe Einfluss haben kann auf den Verlauf einer Erkrankung. So zum Beispiel die Blutgruppe A soll ein 50% erhöhtes Risiko haben für einen schweren Verlauf. Denken Sie denn, dass man vorsichtiger sein muss als Blutgruppenträger A? Ich mag mal ein bisschen relativieren, dass viele Leute ihre Blutgruppe gar nicht kennen, aber vielleicht besser wissen, ob sie Übergewicht haben oder ob sie einen Bluthochdruck haben. Das sind alles eben auch Faktoren, von denen wir wissen, dass sie den Schweregrad einer Infektion mitbestimmen. Vielleicht hilft diese Aufmerksamkeit aber auch nochmal wieder Blutspenden zu gehen und seine Blutgruppe darüber nochmal bestimmen zu lassen. Das wäre vielleicht auch ein positiver Nebeneffekt so insgesamt. Man sieht eben bei den Schwerkranken, dass diese Blutgruppe bevorzugt vorkommt. Man sieht aber nicht, dass nicht andere eben auch betroffen sind. Und ich glaube, es ist nicht ratsam, sich aufgrund der Blutgruppe anders zu verhalten. Das ist, alle sollen sich an die Vorsichtsmaßnahmen halten. Alle sollen sich an die Vorsichtsmaßnahmen halten und eher schauen, dass diese anderen Risikofaktoren, die zum Teil ja doch auch beeinflussbar wären, die Blutgruppe können sie nicht beeinflussen, die anderen zum Teil aber schon, dass man da vielleicht das nochmal ein bisschen in seinen Fokus rückt und schaut, kann ich da noch irgendwie mein eigenes Risiko in gewisser Weise minimieren, neben den Vorsichtsmaßnahmen, die ich ohnehin einhalte. Kommen wir jetzt noch zur letzten Frage. Gibt es noch etwas, was noch nicht zur Sprache gekommen ist? Etwas, das Sie unseren Zuschauern mitteilen möchten? Also mir geht es eigentlich darum, dass die Bevölkerung, aber auch die Mitarbeiter im UKSH generell möglichst ein wieder relativ unbeschwertes Leben führen können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da vom Kopf her so ein bisschen frei macht nach den letzten Wochen und sagt, es ist doch ganz viel schon wieder erreicht. Irgendwie, ich kann wieder in die Stadt gehen, ich kann wieder einen Kaffee trinken, ich kann wieder. Und ich glaube auch, dass eine ganz hohe Bereitschaft bei allen Beteiligten herrscht, dass es nie wieder zurückgeht, jetzt auch auch im Herbst. Aber genau dieser Punkt haben wir alle selber ein bisschen in der Hand. Ja, das ist also nichts, was dann über uns entschieden wird, sondern dass jeder Einzelne mit beteiligt. Das ist sicherlich kein Sprint, das ist eher ein Marathon, den wir jetzt gerade haben. Aber die Bevölkerung hat es wahnsinnig gut gemacht. Es wird auch ganz Europa guckt auch so ein bisschen auf Deutschland, wie sie es gemacht haben und dass es gut gelaufen ist. Also da sind ganz viele Dinge noch mit dabei. Also wenn man da noch einen Wunsch hätte, dass das irgendwie ab August nach den Sommerferien möglichst reibungslos wieder klappt. Vielen Dank, Professor Rupp, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch genommen haben. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, dass wir einige Ihrer Fragen beantwortet haben und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.